Wir tasten uns mal ganz vorsichtig hier ran. Wir fahren einfach mal ganz vorsichtig hier raus. So, seht ihr? Auch Navi quatschen wir nicht immer dauernd dazwischen hier, verdammte Scheiße, jo. Hallo. Ich bin's. Der Rollo. Ein wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hammerhart, Junge. Hammerhart. Wunderbar. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, habe ich gerade gesagt, aber ich sage es nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Du siehst, dass ich raus will? Ja, gut, 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 dann musst du wohl bremsen. Gut. So, ich hoffe, ihr könnt mich mal eben kurz klar und deutlich hören hier, nicht? So, erstmal Michael, Scania Freak, vielen Dank für den Tipp gestern mit diesem Schieberegler hier am Schalterhebel, hat funktioniert. Das Ding funktioniert wieder, diese Abroll-Dingsbums-Dingel-Schnickeldings. Wir sind heute nur gefahren, Leute. Wir haben Freitag, 12.30 Uhr. Wir haben noch 375 Kilometer, 5 Stunden 39, 18.45 Uhr, 18.50 Uhr. So in dem Dreh sind wir in Travemünde am Hafen und dann bin ich eigentlich auch platt wie die Sau. Ne? 5 Stunden 36 kann ich noch fahren. Und 5 Stunden 39 brauchen wir noch. Jetzt sind wir auf der A14, nachher 189 und dann auf der 207. Da können wir ordentlich Feuer geben. Da ist so, das ist so, Leute. Auf der Landstraße und auf Bundesstraße, da machst du die meiste Zeit gut. Vielleicht kriegen wir da noch ein halbes Stündchen rausgedonnert oder wenigstens eine Viertelstunde, dass ich vom Hafen noch in die Firma fahren kann, vernünftig. Ohne mich strafbar zu machen dabei, ne? Gestern schon live gewesen, hat mich gefreut. War mal wieder schön, live zu sein. Und jetzt werden wir heute Abend die Weekend Story schon starten, Leute. Heute Abend werden wir diese schon starten, weil wir fahren heute Abend zu meinem Schnucki und mit ihm fahren wir dann die Couch. Schon zu mir rüber. Genau. Vorausgesetzt, ich kriege oder ich finde ein passendes Töff-Töff, um die Couch fortzubewegen. Sonst muss ich ja mir das Ding aufs Dach schnallen, halt einfach irgendwie. Genau. Ja, wir haben heute nichts gemacht, außer gefahren. Wir sind ja Köschinger Forst, haben wir Feierabend gemacht gestern. Und ich hätte zwar gestern noch eine halbe Stunde fahren können, aber das hätte absolut gar keinen Sinn gemacht, Leute. Absolut nicht. Weil zwischen Köschinger Forst und Nürnberg ist nicht mehr so viel gewesen zum Parken. Das wäre auch voll gewesen. Und ab Nürnberg nachher, ich wäre sowieso nicht mit in einer halben Stunde bis Nürnberg gekommen. Ab Nürnberg dann jetzt so ist es hoffnungslos. Da um 21 Uhr abends was zu finden zum Parken. Hoffnungslos einfach. Deswegen bin ich Köschinger Forst gestern auch einfach gleich stehen geblieben. Genau. So, ich muss nachher mal gucken, ich soll nachher wohl noch irgendwie zu Finnleins ins Büro rein. Ich brauche nämlich Gefahrgutklasse 9, glaube ich. Ist das 9? 8 oder 9? Habe ich hinten drauf eine Palette mit Akkus. Da muss ich ja, also von der Punkteanzahl, abgesehen davon habe ich keine Ahnung, wie viele Punkte das sind. Das steht auch nirgendwo drauf. Deswegen sind die Schilder zu. Und das ist nur eine kleine Palette. Also da ist jetzt nicht so, als wenn ich einen ganzen Laster voller Batterien habe. Aber auf dem Schiff brauchst du das eben halt. Da muss ich dann 4 von diesen Aufklebern dran machen. Und dann ist Arschlecken angesagt. Dann stellen wir das Ding in den Hafen
denn? Ist Wochenende, ihr Lieben. Ist das geil? Ich finde das geil. Erste, oh, guck mal, die Sonne kommt raus. Geil. Geil. Geil, Vitamin B12. Guck. Boah, voll reingeglotzt. Dann sind wir heute gefahren. Heute Morgen um 7 sind wir losgefahren. Vollen Schieber, vollen Strammax und so. Und sind dann in Hirschberg gelandet, wie immer. Also wenn ich die A9 hoch und runter fahre, auf dem Rückweg immer Rastplatz Hirschberg, Frühstück holen. Immer Energy und Frühstück holen. Immer. Das ist einfach super lecker und super vom Preis her. Immer geil. Da steige ich doch glatt aus meinem LKW aus. Da ist neben mir ein weißer Volvo angehalten. Da haben wir nichts bei gedacht. Ich habe ja auch gesehen, dass er auf der Autobahn raufgefahren ist. Hat mich noch gefragt, warum der sein Verdeck oben auf hat. Nichts bei gedacht. Ich steige da aus und rufe ganz laut: Guten Morgen, Rollo. Eben noch einen Abonnenten zufällig getroffen oder er mich getroffen. Er sagte, er ist mir einfach mal hinterhergefahren, um zu gucken, ob ich das bin. Und in Tatsache, ich war das. Dann hat er mir noch einen Kaffee ausgegeben. Vielen Dank, Peter, für den Kaffee. Der nächste Kaffee, der geht auf jeden Fall auf mich. Und hat mich sehr, sehr gefreut. Und damit nochmal schöne Grüße an dich. Und ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall hat es mir gefallen. Das freut mich immer, wenn ich angesprochen werde oder so. Auch wenn ich das im ersten Moment immer erst so ein bisschen blöde gucke. So ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir weiter genagelt und haben jetzt hier im Plötzeltal haben wir Pause gemacht. 45. Und jetzt fahren wir weiter. Ihr Lieben. Jetzt fahren wir weiter. Oh, abaschen. Nein. Verdammt. Flix nochmal. Genau. Ansonsten würde ich sagen, gibt es von heute noch nicht so viel zu erzählen, außer dass wir nachher im Hafen reinfahren, irgendwann. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, und dann sehen wir uns ja sowieso erst Montag wieder. Ja, ja. Ja, Leute, willkommen auf Montag. Willkommen auf Montag. So, Leute, ich habe die Weekend Story wieder nicht gefilmt. Und wisst ihr auch warum? Weil ich Idiot die Kamera vergessen habe. Muss ich machen, I'm sorry. Wir haben Montag auf jeden Fall 13.49 Uhr. Wir haben jetzt einen Trailer weggebracht. Also, insgesamt vier. Wir waren zu viert. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ich soll jetzt dann nochmal mit Andi zusammen einen Trailer holen in Trave, den dem bis 16 Uhr nach Kiel bringen. Jetzt haben wir es 13.49 Uhr und wir sind gerade mal im Plön. Nee, das wird nix. Also wir kriegen den Trailer schon nach Kiel heute noch, aber nicht mehr aufs Schiff. Das wird nichts mehr, du. So, da habe ich mir ein Headset gekauft, damit ich das Telefon nicht immer die ganze Zeit in der Hand haben muss. Und da brauche ich jetzt dann immer nur noch einmal einen Tipp hier. Schön in der Farbe vergriffen.
Ätzend, oder? Ich wollte die eigentlich in Schwarz haben. Naja, nur habe ich sie fast in Wagenfarbe. Kann man auch mitnehmen. Genau. Da haben wir uns noch was zu essen geholt. Oh, beim Lidl. Und jetzt fahren wir nach Travemünde. Eigentlich nichts Dickes, ne? Die Folge ist irgendwie nicht so dolle. Aber das ist auch nicht so schlimm. Von mir aus kann das die ganze Woche echt so weitergehen. Dann bin ich nämlich rechtzeitig zu Hause. Ich freue mich schon aufs Zuhause. Freue ich mich Wochenende. Dabei haben wir erst Montag, ne? Geiler Scheiß, Junge. Ganz schön windig ist das heute, ihr Lieben. Ich müsste mal gucken, je nachdem, wann wir Feierabend haben, dass ich das Schnackvideo aufnehme für euch. Weil da wollte ich euch ja das Auto zeigen. Von innen und von außen. Genau das wollte ich machen. Aber wie gesagt, es liegt nicht mehr viel an. Wir fahren jetzt nochmal nach Kiel, nach Trave und dann nochmal nach Kiel und dann. Keine Ahnung, ihr Lieben. Was er danach mit uns vorhat. Aber so viel wird dann auch nicht mehr sein. Ich denke mal, dann wird dann auch Feierabend sein. Achso, ist ja kein Volvo. Hahaha. Aber wir kriegen den Montag heute schon versaut, oder was? So, ich muss jetzt erstmal die Kamera noch ein bisschen laden, damit ich dann weiterfilmen kann, weil der Akku ist nämlich auch schon fast wieder leer. Wir waren jetzt in Trave, haben den Trailer geholt. Den Müller können wir gleich mit abgeben, der hat sich abstempeln lassen. Nicht schlecht, du, nicht schlecht. So, 28.500 Kilo bringen wir jetzt zu Steen allein. Wer die Folgen von früher noch kennt, der weiß, da waren wir damals schon ein paar Mal gewesen, haben da Container abgegeben. Genau. Ich komme heute nicht in eine Puschen, Alter. Ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt oder was. Irgendwie komme ich heute nicht in eine Puschen, Alter. Ja. So. Ich weiß gar nicht, was wir danach noch machen. Wir sind so circa 16.30 Uhr, 16.20 Uhr, 16.30 Uhr werden wir wohl da sein. Dann ist erstmal Päuschen angesagt. Ja, verpiss dich mal mit deinem scheiß Seat daneben hier, Alter. Sonst geht der Aufleger dich gleich besuchen hier. Steht
Verstehst? 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 Ja, ja. Jo, ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Wir schieben halt so ein paar Trailer hin und her, ne? Andere schieben Koks oder was hin und her. Und wir schieben halt Trailer von A nach B. Ah, schön, schön. Ich muss auf jeden Fall im Hafen eine Pause machen. Ich muss auf jeden Fall eine Pause machen. Auf jeden Fall. Genau. Aber wie gesagt, das kann ruhig die ganze Woche so weitergehen. Dann bin ich zu Hause. Oh, da freue ich mich drauf, Alter. Geil, Oma. Auf nach Kiel. So, Leute. Wir haben... Ich muss auch nicht hinsetzen hier. Die Schranke da vorne ist kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Ich habe den Weg ja hierher nicht gefilmt. Die Folge ist nämlich jetzt zu Ende. Die Folge ist zu Ende, die Folge ist zu Ende. Da kommen wir nicht raus, die ist kaputt. Wir sind jetzt noch in Kiel im Schwedenkai. Haben wir Trailer weggebracht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ich habe noch keine Ahnung wo. Aber... Das wird bestimmt... irgendwie hier rausgehen. Wir tasten uns mal ganz vorsichtig hier ran. Fahren einfach mal ganz vorsichtig hier raus. Seht ihr, auch Navi quatscht mal nicht immer dauernd dazwischen hier, verdammte Scheiße, jo. So, ich würde sagen, wir können... Wir können raus. Rausfahren. Wie gesagt, hier in dem Schwedenkai waren wir schon ein paar Mal gewesen. Aber ist nur auch schon eine Weile her, ne? Trailer war abgestellt. Na, du hast doch auch grün. Vorfahrt gewähren, nicht wahr? Linksabbieger. So, das Navi will mit mir da hinten lang. Wir fahren dann aber hier Richtung... Jawohl, eigentlich ist auch wurscht, ne? Eigentlich ist das auch wurscht. Schlange, ich bin sonst immer von da oben gekommen. Fernverkehr. Wir fahren einfach da lang. Ich weiß zwar nicht, wo das Navi mit mir hin will, aber... Wir sind auf jeden Fall immer hier den Berg runtergefahren. Ah, schade, dass ich die Folgen löschen musste. Aber für die, die schon länger dabei sind, die müssten das eigentlich noch wissen. Die müssen das eigentlich noch wissen. Ihr Hübschen. Ich hoffe, ich habe genug Material zusammengekriegt jetzt für die Folge hier. War ja nur Freitag, war ja nur auch nicht viel, außer fahren. Siehst im Spiegel wieder gar nichts. Siehst du wieder gar nichts in den Spiegels? Ja. Wie gesagt, Freitag war ja nichts. Heute zwei Umfuhren gemacht.
Jetzt fahren wir auf den Hof und ich soll morgen 8 Uhr bei Nordlogistik sein. Da kriege ich einen Trailer für DK oder für S. Also für Schweden wäre ich ja voll dabei, ne? Dänemark, ja, ja. Ja. Schweden wäre mir lieber. Das wäre geil, Alter. Endlich mal wieder nach Schweden. Das wäre so richtig geil, wäre das. Glaube ich. Ja. Das könnte mir gefallen. Schön nochmal, heute ist Montag, morgen Dienstag nach Schweden rüber, Donnerstag zurück, Freitag Wochenende. Geil, Mann. Geil wäre das, geil. Fernverkehr. Ich biege. Ich biege, ich biege, ich biege. Ja, ihr Hübschen, was kann ich euch noch erzählen, außer dass wir heute zwei Umfuhren gemacht haben? Was war denn das? Was hat er denn hier jetzt gerade so gerumst, Junge? Das klang aber nicht gesund. Du. Genau, hier sind wir nochmal gefahren und dann Bundesstraße bis nach Dingsbums Lübeck. Ja, Leute, was soll ich noch erzählen? Außer, dass wir heute rumgepimmelt haben auf hohem Niveau. ja. Ist schön, kann von mir aus die ganze Woche so gehen. Dann ist ganz langes Wochenende und ich weiß, ob ich zwischen den Tagen frei habe, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber schlimm oder böse wäre ich nicht, wenn es so wäre. Weil was sind das? Das ist schon mal 24, 25, 26, 1.2. war ein Feiertag. Das sind 4 Tage. Aber das ist mir Wurst. Tatsächlich. Ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne war es das auch schon gewesen von dieser Folge, ihr Lieben. Morgen früh noch tanken, aber das seht ihr dann alles in der nächsten Folge. Akkus laden. Ich muss heute unbedingt Videos schneiden, sonst habt ihr morgen auf dem Dienstag nämlich nichts zu gucken. Obwohl die Folge... Die letzte On-Tour-Folge, die kam auch sehr spät, ne? Die sollte Samstag kommen, Sonntag ist sie gekommen. Naja, lassen wir uns mal überraschen, ob ich das hinkriege. Ihr Hübschen. So, in diesem Sinne jetzt aber verabschiede ich mich hier aus dieser Folge. Das müsste jetzt die Folge 2 aus der zweiten Woche sein. Oder sogar schon die dritte? Ach, ich weiß das nicht. Wir lassen uns überraschen. Ihr Lieben, wir lassen uns überraschen. So, das Abbiegen hier nehmen wir noch mit und dann verabscheue ich mich aber wirklich. Diesmal aber wirklich. Wirklich, wirklich. 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 Lübeck. Da wollen wir hin. Ich biege links ab. Nee, 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 nee. Das kannst du vergessen, dass ich hier stehen bleibe jetzt, Alter. Aber volle Möhre, Junge. Volle Möhre. Habt ihr das gesehen, Junge? So, ihr Lieben, jetzt aber. Schluss hier. Versteht ihr? Zappenduster. Ende im Gelände hier. Folge ist aus. Over und out.
Ja, Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen kürzer ist, diese Folge. Ach, es sind zwei Spuren B76. Naja, ist scheißegal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt, wie immer, ihr Hübschen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall alle gesund und munter und lasst euch nicht ärgern da draußen. Versteht ihr das? Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's hübsch. Reingehauen.